Ja, einen wunderschönen, definitiv guten Abend. Wie ihr an der berühmten Uhr hinten von Zurück in die Zukunft sehen könnt, es ist Abend. Und wir können ja, und das ist jetzt sehr wichtig, wenn ihr diese Aufnahmen seht, schaut in die Vergangenheit. Ist das nicht einfach nur genial? Ja, wir sind jetzt bei dem zweiten Teil der Trilogie Abwerbung von Vertriebspartnern. Mein Name ist Willi Morand und wir sprechen jetzt darüber. Was ist so interessant? Es gibt so verschiedene Arten von Abwerbern, Umwerbern. Es gibt so den Aufklärertypen, es gibt den Promotertypen, es gibt den Aufkäufer, es gibt den netten Kumpeltypen, also alles gibt es. Lassen wir uns mal über ein sehr interessantes, sage ich mal, Phänomen gehen, der Promoter. Der Promoter, der ruft an und sagt, hey, hallo, Mensch, du, wie geht's dir? Super, Mensch, bist du immer noch in deinem Network tätig? Mensch, du weißt doch, the first network to learn, the second to earn, the third to get rich und gibt richtig Gas ab. Wenn du bei uns einsteigst, bei uns bist du der Erste, du bist so gut positioniert, du musst schon fast gar nichts mehr machen, du musst dich nur einschreiben, du bist der Erste, alles andere kommt bei dir unten drunter, du wirst Geld verdienen, ohne ein einziges Produkt zu verdienen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, diese Geschäftsgelegenheit schon für dich arbeitet von Anfang an. Wenn du dich jetzt registrierst unter mir, bringe ich dir einen solchen Erfolg, du kannst es dir einfach nicht vorstellen. Es wird gigantisch schwer, wir werden dir ein Denkmal setzen vom Allerfeinsten. Das Einzige, was du tun musst, du musst jetzt dich hier eintragen und du musst mir deine Kreditkartennummer geben, du musst eine Bestellung machen. Und dann garantiere ich dir, du wirst mich nie wiedersehen. Ja, der Promotertyp ist ein sehr interessanter. Ich finde ihn irgendwie lustig, weil er geht so richtig rein und macht und tut halt. Das ist eine nette Sache, man kann sich davon begeistern lassen oder auch nicht halt. Dann gibt es natürlich auch so einen anderen Typen, das heißt, wenn man so den Promotertypen einmal kennengelernt hat, dann gibt es immer den sogenannten Aufkäufer. Der sagt dann, ja, guten Tag, mein Name ist... Da tut jetzt gerade mal nichts zur Sache. Also so, Sie sind ja in einem Network-Marketing-Unternehmen tätig halt und Sie haben doch bestimmt auch ein gutes Einkommen. Und also ich garantiere Ihnen, ich kann Ihnen das gleiche zahlen, was Ihnen in diesem Network-Marketing-Unternehmen gezahlt wird. Also ich kaufe Sie jetzt heraus, weil ich habe das Geld und wir setzen uns einfach zusammen und ich gebe Ihnen jetzt 50.000 Euro, 100.000 Euro. Wir machen auch Verträge darüber halt. Also bringen Sie erstmal Ihre Organisationen zu mir und wenn die dann da sind, dann sprechen wir schon darüber. Also Sie kriegen Schweinegeld dafür, ich mache Sie auf einen Schlag reich. Warum sollen Sie denn ein Netzwerk aufbauen von monatlichen Provisionen, sage ich mal, was machen, wenn Sie bei mir anfangen können, halt, weil ich habe so viel Geld im Rücken, ich kann alles kaufen. Ich bin so gut, ich brauche eigentlich auch gar keine Umsätze mehr, weil ich einfach mein Geld nur rausschmeißen will. Hauptsache, ich sammle alle Leute an. Also, wenn Sie zu meinem Laden kommen, mein Chef bezahlt wirklich alles. Ja, diese Typen gibt es auch, also das ist auch ein ganz geiles System, halt. Das heißt, man muss gar keine Umsätze machen, man kriegt einfach nur Geld und da sind schon viele auf die Schnauze gefallen, weil ihr wisst, wie es ist, der böse Wolf kann alles erzählen, der gute Wolf muss immer alles halten. Also sind, sage ich mal, so die neuesten Idealfälle, die draußen rum sind, was mache ich jetzt mit dabei? Es gibt aber auch, sage ich mal, so die netten kollegialen Anrufe, na du, wie geht's dir denn? Gut. Du, sollen wir uns mal treffen auf einen Kaffee? Wir müssen da mal über ein paar Dinge sprechen, nur wir zwei, die kein anderer mitkriegen soll. Du darfst auch keinem sagen, dass ich angerufen habe. Das sind so die Spezialfälle. Aber was ist denn, wenn wir darüber sprechen, wirklich so ethisch, moralisch guter Anruf für eine eventuelle Abwerbung? Weil wir wissen ja, manchmal möchten die Menschen auch ihr Netzwerk wechseln. Die sind mit dem, was sie haben, nicht zufrieden, aus welchen Gründen. So eine Luftveränderung könnte mal gut tun und man weiß ja nie, man erwischt ja manchmal einen Networker zum richtigen Zeitpunkt. Ich persönlich behaupte aus meiner Erfahrung, jeder Networker, jeder ist mindestens 5 Minuten im Jahr einmal sponsorbar. Wenn man ihn zu diesem Zeitpunkt erwischt zum richtigen, kann man ihn kriegen. Also, was würde ich tun? Ich würde nicht versuchen abzuwerben, umzuwerben, sondern ich würde einfach mal anrufen und sagen, hallo, na, wie geht's dir? Geht's dir gut? Du, sag mal, bist du mit deinem Network-Geschäft zufrieden? Dann sagt er entweder ja oder nein. Wenn er nein sagt, dann könnt ihr mit ihm sprechen. Wenn er sagt ja, dann fragt dann mal nach, wie es läuft, ob es sehr gut läuft. Weil manchmal ist es ist so ein vorgeschobenes Ja. Eigentlich ist er unzufrieden, aber wenn er nicht direkt so mit der Tür oder sagen wir mit der Tür in Haus fallen, sondern man macht mal so ein Warm-up, hakt man hinterher, ist er wirklich zufrieden. Wenn jemand zufrieden ist mit seiner Geschäftsgelegenheit, mit seiner Firma, lasst ihn da. Weil genauso Leute wollt ihr auch haben. Man kann ihn später immer noch nachkontakten halten und sagt man, Mensch, lass uns einfach Verbindung bringen halt. Und wenn du mal irgendwas hast, du kannst auch bei mir anrufen, können wir sprechen, kann man kollegialen Austausch machen.
Wenn er sagt, nee, weißt du, ist gerade nicht so, ich bin gerade am Umschauen, dann kann man sagen, Mensch du, was läuft denn bei euch nicht, wo sind denn die Problematiken, was ist denn jetzt bei dir, warum läuft es vielleicht speziell bei dir nicht, brauchst du Tipps, vielleicht kann ich dir Tipps geben, wie es hilft. Und wenn du möchtest, halt, wenn du wirklich sagst, du bist mit deiner Firma nicht zufrieden, halt, können wir uns zusammensetzen. Ich kann dir einfach mal ganz neutral meine Firma vorstellen, du kannst dir eine eigene Meinung darüber bilden, schau es dir einfach an, wenn es dir gefällt, ist gut, wenn nicht, dann nicht, sage ich, einfach für dich, wenn du möchtest. Ne? Und dann würdet ihr sehen, dann kommen die auf euch selber zu und sagen, okay, ich möchte das mal. Also Druck aufbauen ist in solchen Situationen eigentlich beschissen, finde ich es halt, weil der kommt schon von alleine. Die richtige Person kann man nichts Verkehrtes erzählen. Wenn der möchte, sagt er schon, wir treffen uns und wir reden mal darüber und er hört es sich an. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch für mich halt. Wenn der Gegenüber will, macht er es von alleine. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also für diejenigen, die sich damit beschäftigen, andere Strukturleute anzusprechen, seid fair und kollegial und loyal. Sprecht einfach mit dabei, weil ihr wollt ja auch nicht, dass eure Leute so plump angegangen werden. Ja, wenn es aber wirklich richtig zur Sache geht und die gehen euch so richtig stark auf den Senkel, dann werdet ihr im dritten Teil erfahren, was tue ich dagegen, weil das wird spannend werden. Also, wir sehen uns wieder und denkt daran, dass Network Marketing Moment hier sagt, sprich mit 10 Leuten am Tag. Natürlich kannst du auch mit 10 Networkern nett sprechen, deswegen sind es ja Networker. Also, bleib fair, bleib auf der Schiene und übertreib's nicht. Wir sehen uns.